Die Stadtgemeinde Kapfenberg startet optimistisch ins Kulturjahr 2022. Geplant sind zahlreiche Events, Ausstellungen, Konzerte und ein umfangreiches Kinderprogramm. Den Auftakt bildet die Ausstellung Diversitas von 14. Jänner bis 20. März im KUZ. Ohne Kultur kein gesellschaftliches Leben und das Angebot der Stadt Kapfenberg für das Kulturjahr 2022 ist sehr umfangreich. Trotz allen Schwierigkeiten wollen wir im Rahmen von Ausstellungen, von sehr viel Musik und anderen kulturellen Events und Aktivitäten vieles bieten für die Menschen in der Stadt, aber auch für die gesamte Region. Diversitas ist eine Sonderausstellung mit ausgewählten Werken der Sammlung Kapfenberg. Diese wurde Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre initiiert und umfasst rund 400 Werke zeitgenössischer Kunst von 188 verschiedenen Künstlern. 62 dieser Werke sind nun ausgestellt. Wir haben versucht, Themenschwerpunkte in der Ausstellung selbst zu setzen. Das heißt, wir haben im Obergeschoss Kapfenberg-Schwerpunkt, aber auch Industrieschwerpunkt. Wir haben im Erdgeschoss einen Schwerpunkt mit Landschaften, unbebaut und bebaut. Und in Stiegenabgang und Keller eher in die abstrakte Richtung. Die Ausstellung umfasst Werke verschiedenster Techniken, sowohl von internationalen, nationalen und auch regionalen Künstlern. Das ist generell die Thematik bei der Sammlung Kapfenberg, dass wir versuchen, heimische Künstler zu fördern, aber auch internationale und nationale Kunstwerke anzukaufen, um einfach auch die Qualität zu zeigen, was Kapfenberg alles hat auch. Aber nicht nur Kunstfreunde kommen in Kapfenberg auf ihre Kosten. Geplant sind zahlreiche Veranstaltungen wie die Summer Vibes oder auch die Veranstaltungsklassiker wie der Kinder- und Jugendsommer, Summer Nights, Chill Hill, City Rock und. Auch Großveranstaltungen, die in den letzten beiden Jahren ausfielen, sollen heuer wieder stattfinden. Unter anderem soll das Ritterfest wieder stattfinden, und zwar am 25. und 26. Juni auf der Burgova Kapfenberg. Ich glaube, da freuen sich schon sehr viele Leute darauf, das ist jetzt oft ausgefallen. Zusätzlich probieren wir auch am Hauptplatz wieder was Neues aus, und zwar ein Open-Air-Orchesterkonzert. Generell, das ist in der letzten Schulwoche geplant, wird 3 Tage eine große Bühne stehen, da wird das Orchesterkonzert stattfinden, ein Big-Band-Konzert, aber eben auch das Abschlusskonzert der Musikschule soll stattfinden.